Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einem meiner Erklärvideos. Im Video Transkription und Übersetzung von Sprache als Service für YouTube-Videos, da habe ich die Auswahlmöglichkeit für 8 Sprachen eingebaut. Das sieht man hier unten. Im Augenblick ist hier Englisch ausgewählt und das will ich mal zeigen, wie das denn aussieht. Blende hier die Untertitel ein, man sieht das hier. Und hier sehen Sie dann zu dem von mir gesprochenen Text hier unten die Übersetzung ins Englische. Ich habe da jetzt den Ton ausgeschaltet, aber man sieht, das, was ich da spreche, das wird im oberen Teil als Untertitel angezeigt und darunter in die Sprache übersetzt. Wenn ich das jetzt in Arabisch haben will, dann gehe ich hier bei dieser Einstellung auf Arabisch und da sehen wir im unteren Teil, da taucht jetzt das entsprechende Arabisch auf. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe das automatisch machen lassen. Es ging mir auch nur um die Studie und nicht darum, dass hier meine Worte detailgetreu ins Arabische übersetzt werden. Diese Einstellmöglichkeit geht also am PC ganz einfach über diese beiden Schaltflächen, Einstellungen der Sprache und Einblenden von Untertiteln. Das geht bei Android-Endgeräten ein klein bisschen anders. Das will ich jetzt zeigen. Ich habe jetzt den Android-Bildschirm vor mir. Da ist passend zu der Kalkulationstabelle der deutsche Text, den ich gerade spreche, im oberen Teil zu sehen. Hier unten der englische. Das ist nichts Neues. Aber die Einstellmöglichkeiten, wie ich die Sprache umschalten kann, die ist eine andere. Das ist nicht hier unten rechts. Hier taucht da gar nichts auf, sondern hier oben haben wir drei kleine Pünktchen oder kleine Kästchen. Und wenn ich darauf klicke, dann bekomme ich hier die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen. Das ist also hier dieses CC-Symbol oder die CC-Schaltfläche. Wenn ich darauf klicke, dann bekomme ich hier die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen, so wie am PC auch. Man hat es hier nur etwas größer geschrieben, klar, weil diese Geräte, das sind ja zum Teil Smartphones, da muss man also schon die Schrift ein bisschen größer schreiben. Wenn ich darauf geklickt habe, also beispielsweise auf Englisch, dann sehe ich hier wieder das Gleiche wie am PC. Zu dem, was zu erklären ist, kommt oben der deutsche Text und die englische Übersetzung ist dann unten. Wenn Sie das gezeigte Know-how von mir erwerben möchten, das biete ich als Dienstleistung an, dann senden Sie eine E-Mail an info@bluepages.de. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.